Bücher will man da draußen. Ich möchte heute mit euch über meine gelesenen Bücher aus dem Juni sprechen. Ich weiß, ich sage es in jedem Video, ich bin wieder viel zu spät dran. Wir haben inzwischen schon fast August, also bin ich euch auch noch meinen Lesemonat für den Juli schuldig. Der wird natürlich auch noch zeitnah folgen, aber ich dachte, ich möchte jetzt nicht alle Bücher in ein Video quetschen. Deswegen werde ich das Ganze nochmal splitten und wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an, die ich im Juni gelesen habe. Juni, wir wollen es ja jetzt auseinanderhalten. Und insgesamt habe ich jetzt 7 Titel verschlungen. Einige habe ich auf dem Kindle gelesen. Ich habe aber auch sehr viel Hörbuch gehört. Ich schummel mich ja immer so ein bisschen durch die Woche, weil ich es leider nicht schaffe, in der Woche allzu viel zu lesen. Aber einige habe ich dann natürlich auch am Wochenende verschlungen. Ich hatte Urlaub und insgesamt habe ich ganze 7 Titel hier neben mir liegen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und wir starten jetzt einfach mal direkt durch. Den Anfang macht jetzt direkt ein Buch, was ich als E-Book gelesen habe. Und zwar trägt das den Titel von Monika Feeth, Der Bilderwächter Totenvögel. Ich hatte das Ganze noch auf meinem Kindle, war mir aber nicht mehr sicher, welche Titel ich auf meinem Kindle wirklich gelesen habe und welche ich überhaupt noch nie gelesen habe. Deswegen möchte ich jetzt nach und nach alles, was auf meinem Kindle ist, nochmal lesen, damit ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen kann. Und das Ganze hat jetzt auf jeden Fall den Anfang gemacht. Es handelt sich dabei um eine Kurzgeschichte, die während des 5. Bandes, meine ich, Der Bilderwächter spielt. Und inzwischen geht es quasi darum, dass Ruben Hellbach tot ist und Ilka ist ja eine der Freundinnen von unserer Protagonistin Merle. Ja, diese erzählt quasi diese Geschichte, was sie quasi alles erlebt, als sie quasi sein Nachkommenswerk findet. Es ist eine ganz kurze Geschichte. Es passiert jetzt nicht allzu viel Spannendes. Es ist einfach eine nette Ergänzung. Aber mir kam das Ganze auch ehrlich gesagt so vor, als ob es auch bereits im Bilderwächter passiert ist. Das, was mich wirklich beeindruckt hat, ist ja, dass Monika Feeth es schafft, dass einem die Charaktere wirklich im Gedächtnis bleiben. Es ist wirklich schon sehr lange her, dass ich die Jette-Reihe gelesen habe. Trotzdem sind mir die Charaktere so im Hinterkopf geblieben. Ich wusste noch genau, wer Ilka ist und ja, wer Jette ist und so weiter und so fort. Also da hatte ich ehrlich gesagt keine Schwierigkeiten, obwohl es ja schon einige Zeit her ist. Und wie gesagt, es war eine kurze Geschichte, es war was Nettes für zwischendurch. Ich habe es in einem Haps gelesen und es hat von mir 3 Sterne bekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem ersten Büchlein, was ich hier liegen habe. Und es handelt sich dabei um eine Kurzgeschichtensammlung von Cornelia Funke, nämlich die schönsten Erstlesegeschichten. Das hatte ich mir ja vor kurzem über Tauschtickets ertauscht und dachte, es wird mal wieder Zeit, dass ich etwas von Cornelia Funke lese. Und hier sind hauptsächlich dann Rittergeschichten drin. Und ich glaube anfangs auch so ein paar Gruselgeschichten. Es ist natürlich wieder von Cornelia Funke illustriert worden, was ich ja bei ihren Büchern immer feiere, weil man fühlt sich sofort in seine Kindheit zurückversetzt. Ich habe ja bereits in der Grundschule Die wilden Hühner gelesen und im Nachhinein natürlich auch die Tintenherz-Reihe. Reckless habe ich gelesen, die Drachen-Reiter-Bücher. Eigentlich alles, was von Cornelia Funke rauskommt, aber ich mag auch super gerne ihre Kindergeschichten und hier hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß bei. Es waren so kurze Geschichten, die nach ein paar Seiten vorbei waren. Ich finde, man kann auch so kurz vorm Schlafengehen immer so eine Geschichte lesen, dann hat man auf jeden Fall schöne Träume. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich glaube, unter anderem haben wir auch Igraine ohne Furcht hier drin. In einer etwas anderen Fassung. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr süß und es hat von mir 4 von 5 Sternen bekommen. Das nächste Buch habt ihr auch bereits auf meiner Leseliste gesehen, wenn ihr das Video gesehen habt. Wenn nicht, verlinke ich euch das Ganze hier nochmal. Nämlich von Josie Wismar, Words We Share. Das Ganze ist der 3. Band ihrer Reihe und auch der 3. Band. Die ersten beiden habe ich ja abgöttisch geliebt und hier haben wir eine neue Protagonistin, nämlich Tia, und sie möchte jetzt quasi ihrer Vergangenheit entfliehen und einen Neuanfang wagen. Sie taucht jetzt in Amber Falls unter und möchte dort quasi neu anfangen. Sie findet auch in einem Buchladen eine Stelle, in der sie sich so ein bisschen ablenken kann und sie schafft es auch quasi ihrer Vergangenheit zu entkommen, indem sie M und Lexi als Freundin hab und findet dann auch bald noch Jake,
Und außerdem fühlt sie sich absolut hingezogen. Das Einzige, was den beiden allerdings im Weg steht, ist ja ihre Vergangenheit und ihre Leidenschaft zum Schwimmen. Und ja, ob das jetzt gut gehen kann zwischen den beiden und was sie noch alles hier erleben wird, erfahrt ihr in diesem Buch. Also ich liebe ja den Schreibstil von Josie Whitmer. Das ist so ein absolutes Wohlfühlbuch gewesen. Also ich muss sagen, der dritte Band hat mir jetzt leider nicht mehr so zugesagt, wie jetzt die ersten beiden Teile. Also vor allem der erste hat mich ja damals so beeindruckt. Ich weiß noch, dass ich das Ganze auch als E-Book gelesen habe und mir im Nachhinein das Buch gekauft habe. Es geht nämlich im ersten Band auch um Bookstagram, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, und das hat mich damals sehr beeindruckt und ich habe mich sofort in diesem Buch ja wiedergefunden, sag ich mal. Und auch der zweite Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der dritte Teil, ich glaube, es lag einfach an der Thematik, dass es mich nicht mehr so wirklich ja in seinen Bann gezogen hat, aber trotzdem, wie gesagt, ich liebe den Schreibstil. Ich freue mich jetzt darauf, die neue Reihe von Josie Whitmer zu lesen, und ja, ich muss euch nochmal diese Ausgabe zeigen, die ich jetzt hier habe. Die gibt es nämlich bei Chest of Fandoms, und ja, wie gesagt, allein für diese Ausgabe lohnt es sich, diese Reihe zu lesen. Hat von mir übrigens auch dann noch 3 von 5 Sternen bekommen. Wir bleiben jetzt einfach mal bei den Liebesromanen, und ja, ich konnte der Hypewelle tatsächlich vor kurzem nicht entkommen. Deswegen habe ich es jetzt endlich geschafft, von Mona Kasten Save Me zu lesen. Ich glaube, das ist eine Buchreihe, die ich schon seit 5, 6 Jahren auf dem Sub habe. Also ihr seht, ich habe auch noch die alte Ausgabe. Ich finde die neuen Ausgaben, die jetzt quasi neu rausgekommen sind, auch sehr schön. Aber irgendwie hänge ich noch total an den alten Ausgaben. Und ich dachte jetzt, ja, ist ja auf Amazon eine Serie rausgekommen. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mir hier diese Reihe mal zur Brust nehme. Und habe den ersten Band wirklich auch fast in einem Haps gelesen. Und für diejenigen, die vielleicht noch nicht die Serie gesehen haben und keinerlei Vorstellung haben, worum es in dieser Geschichte geht. Diese handelt von Ruby. Und ja, Geld, Luxus, Partys, Macht, das sind so Sachen, die sie eigentlich gar nicht interessiert. Sie möchte eigentlich nur ihr Studium beenden und möchte später nach Oxford gehen. Und dann haben wir allerdings noch unsere männlichen Protagonisten hier in diesem Buch. Und das ist James. Und dieser ist das komplette Gegenteil. Also er lebt in einer reichen Familie und ja, lebt quasi so in den Tag hinein von einer Party zur anderen. Er hat Geld, Macht und alles, was Ruby im Prinzip nicht hat. Ja, und eines Tages findet Ruby etwas heraus, was ja James und seine Familie in ein schlechtes Licht rücken kann. Und ja, die beiden Welten, sag ich mal, die prallen wirklich komplett aufeinander, und die beiden, ja, kommen sich natürlich auch im Laufe der Geschichte etwas näher, aber auch, ja, die beiden, ja, unterschiedlichen Welten, sag ich mal, ob sie es miteinander aufnehmen können, ob sie überhaupt eine Chance haben, ja, eine Beziehung zu führen, das ist natürlich die große Frage, die in diesem Buch gestellt wird. Und wie gesagt, mir hat es richtig gut gefallen. Also ich habe ja bereits von Mona Kasten ihre Lonely-Reihe gelesen. Oder ihre Rockstar-Reihe, wie auch immer man es nennen möchte. Die hat mich ja damals schon sehr beeindruckt. Ich kannte also den Schreibstil von Mona, und der hat mir auch in diesem Buch wieder super gefallen. Also wie gesagt, von der ersten Seite an war ich absolut gefesselt. Ich finde es sehr schade, dass ich diese Reihe so lange vor mir hergeschoben habe, dass erst eine Serie rauskommen muss, damit ich hier zu diesen Büchern greife. Also bisher habe ich leider mit dem zweiten Band noch nicht weitergemacht, aber ich werde mir das auf jeden Fall zeitnah vornehmen, denn wie gesagt, der erste Band hat volle 5 von 5 Sterne von mir bekommen und ist eine absolute Empfehlung von mir für euch, für diejenigen, ja, die vielleicht auch noch keinen Blick reingeworfen haben, denn wie gesagt, bei mir hat es super, super lange gedauert, bis ich mal zu diesen Büchern jetzt gegriffen habe. So, das nächste Buch war eine absolute Überraschung für mich, ist auch ein Buch, was super lange schon bei mir auf dem Sub liegt, leider nicht so lange wie Save Me, sag ich mal, aber trotzdem steht es schon einige Zeit hier und ich dachte, komm, das gibt's bei BookBeat als Hörbuch, dann wird es jetzt mal an der Zeit, dass ich mir das Ganze schnappe, und ich sehe gerade, ich habe hier sogar ein Lesezeichen drin. Das kommt davon, wenn man es quasi nur als Hörbuch liest und das Buch nicht zur Hand nimmt. So, ich rede auf jeden Fall von Gods of Ivy Hall, Cursed Kiss von Elena Falk. Elena? Ich würde sagen, sie heißt Elena.
Genau, und das ist eine Geschichte, in der es sich um griechische Mythologie handelt. Und unsere Protagonistin hier heißt Erin und Erins Lippen sind gefährlich, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Call, denn sie arbeitet für Hades. Und ja, Hades ist natürlich der Gott, der Herr der Unterwelt. Und ja, sie ist quasi damit beauftragt, junge Herren zu verführen und diese zu küssen, denn dann bekommt Hades deren Seele. Eines Tages trifft sie allerdings auf Aiden und dieser scheint anders zu sein als jeder andere. Und sie ist sich jetzt langsam nicht mehr sicher, möchte sie wirklich Hades weiter dienen oder ist es ein großer Fehler? Und ja, wie gesagt, dieses Buch hat mich wirklich absolut überrascht. Zum einen hat mich hier diese griechische Mythologie absolut beeindruckt, also es war super recherchiert. Ich fand auch Hades wirklich sehr gut gestaltet. Also ich finde, Hades ist allgemein so ein absolut interessanter Charakter und auch Persephone. Ich bin mir sicher, ob es in diesem Buch war oder in dem zweiten Teil, kommt definitiv auch vor. Und man erfährt auch sehr viel über die Liebesgeschichte der beiden, auch über den einen oder anderen Gott. Also ich glaube, unter anderem wird auch Loki angesprochen. Von daher hat es mir super gefallen. Das war eine absolute Überraschung und ich hätte nicht gedacht, dass mich das Ganze so packen kann. Ich habe nämlich auch positive als auch negative Stimmen zu dieser Reihe gehört. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die diese Buchreihe feiert und ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Also für jeden, der vielleicht Percy Jackson mag oder allgemein Interesse an der griechischen Mythologie hat, sollte hier mal einen Blick reinwerfen. Also es ist eine schöne Liebesgeschichte, es ist spannend, es ist tragisch, es ist einfach ein tolles Komplettpaket und wie gesagt, ich habe jetzt den zweiten Band direkt hinterhergehauen, den seht ihr dann im nächsten Lesemonat und ihr könnt schon auf meine Meinung auf jeden Fall gespannt sein. 5 von 5 Sterne für den ersten Band. Ein Buch, was auch im Fantasy-Bereich ist, mich aber leider nicht so gecatcht hat wie Cursed Kiss, ist ein Buch von Christina Henry. Ich habe es endlich geschafft, mal wieder ein Buch von ihr zu lesen. Die einzigen Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, waren ja diese Alice-Bücher. Gibt es auch noch Rezensionen zu? Wenn ich dran denke, werde ich sie euch verlinken, entweder da oben oder halt in der Infobox. Ihr kennt es. Und ich habe jetzt endlich nach ewigen Zeiten mal wieder ein Buch von ihr gelesen, nämlich die Chroniken von Peter Pan, Albtraum in Nimmerland. Auch das Buch war auf meiner Leseliste und ja, auch das hat einen schönen Farbschnitt. Ich finde es immer toll, euch die ganzen Farbschnitte zu zeigen. Und dieses Buch hier, wie ihr anhand des Titels schon vermuten könnt, handelt von Peter Pan, beziehungsweise nicht wirklich von Peter Pan. Dieses Buch hier wird aus der Perspektive von Captain Hook erzählt, in seinen jungen Tagen. Denn früher war es so, dass Captain Hook und Peter Pan beste Freunde waren und ja, die beiden quasi in Limmerland zusammen Abenteuer erlebt haben mit den verwunschenen Jungs. Und ja, wie sagen wir mal so, es gibt keinen Grund, oder es gibt einen Grund, sagen wir mal so, es gibt einen Grund, wieso Captain Hook jetzt böse ist, denn er hat eine völlig andere Sichtweise auf Peter Pan, als wir es haben. Denn Peter Pan wird jetzt in diesem Buch als böse dargestellt. Denn er hat damals völlig andere Ansichten gehabt als Captain Hook. Und ja, wie es jetzt dazu kam, dass Captain Hook böse geworden ist, was Peter Pan alles angestellt hat, was Captain Hook quasi böse gemacht hat, das könnt ihr in dieser Geschichte nachlesen. Ich muss sagen, ich habe mir auf jeden Fall mehr davon versprochen. Für mich war es eine gute Geschichte. Ich würde sagen, ja, auch so auf diesem Alice-Niveau, sag ich mal. Also das waren wirklich gute Bücher für mich. Ich mag ja immer so Neuerzählungen, Märchenadaptionen, die etwas moderner sind. Und das war auf jeden Fall bei diesem Buch hier der Fall. Man fliegt quasi auch so durch die Seiten durch. Es ist schon sehr düster erzählt und ja, grundsätzlich hat es mir gut gefallen, aber ich hätte doch gedacht, dass es mich noch ein bisschen mehr catchen kann. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass jetzt Peter Pan nicht so meine Lieblingsgeschichte ist. Also ich mag auch die Disney-Variante. Ich mag grundsätzlich Peter Pan gerne, aber nicht so gerne wie jetzt andere Geschichten. Also Alice hat mir definitiv besser gefallen. Und ja, wie gesagt, es war ganz nett, aber Captain Hook ist mir deutlich sympathischer als Peter Pan selber. Das ist wie bei
Harry Potter bei mir. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber bei mir ist es so, dass ich Harry Potter liebe, aber ich mag Harry am wenigsten von Harry Potter. Und ich glaube, so ist es auch hier bei diesem Buch. Also Peter Pan ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingscharakter, sondern Captain Hook. Spätestens nach Once Upon a Time mag ich Captain Hook deutlich lieber. Gut, dass dieses Buch hier von ihm handelt. Und damit sind wir jetzt schon beim letzten Buch angelangt. Ich habe nämlich mal wieder einen Comic gelesen. Und zwar, auch dieses Buch war eine Überraschung für mich. Nämlich Deadpool in der Elbenwald-Ausgabe. Also das finde ich ja so, so cool. Ich liebe diese Ausgabe und das ist ja quasi eine Sammlung von Abenteuer von Deadpool. Wir erfahren hier quasi nochmal, wie er jetzt zu Deadpool geworden ist. Also wie Wade Wilson dann quasi zum Deadpool geworden ist, wie wir ihn kennen. Und ja, das war so cool erzählt. Also Deadpool ist ja jetzt allgemein so ein aktuelles Thema. Jetzt ist ja der dritte Band in den der dritte Film in den Kinos angelaufen. Deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich dieses Buch jetzt in die Kamera halte. Also wie gesagt, es ist eine bunte Mischung aus vielen Abenteuern und spätestens hier nach den ganzen Marvel-Comics, die ich ja vor kurzem gelesen habe, hatte ich eigentlich nicht mehr so die Lust, jetzt was Marveliges zu lesen oder Comicartiges. Aber Deadpool, muss sagen, der hat diese Blockade gelöst. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich Deadpool davon überzeugen kann, dass ich weiter Marvel-Comics lese. Das hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, es ist sarkastisch, es ist humorvoll. Ich finde auch, dass Deadpool so einen ganz eigenen Humor hat. Also dieses, ja, auch etwas, er hat auch sehr schwarzen Humor, würde ich behaupten. Und das ist aber auch das, was Deadpool einfach ausmacht. Und das war auf jeden Fall in diesem Comic vorhanden. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich auch, das habe ich eigentlich in einem Hatz gelesen. Also das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es diese Ausgabe tatsächlich noch gibt, aber ich glaube, es gibt eine, auf jeden Fall noch so eine Sammlung. Die werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken. Genauso wie jetzt alle anderen Titel, die ich gelesen habe. Ich bin jetzt natürlich super gespannt, was ihr alles im Juni gelesen habt. Was ist euer aktuelles Buch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Hinterlasst mir auch gerne einen Daumen nach oben, würde mich super freuen. Und ja, natürlich auch ein kostenloses Abo, denn wir stehen jetzt wirklich kurz vor den 800 Abonnenten. Das würde mich so freuen, wenn wir dieses Ziel erreichen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe genug gelabert. Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Und ja, wir sehen uns dann die Tage in einem neuen Video. Bye!